Vielen Dank, liebe Carmen, für diese so freundliche Einbegleitung. Vielen Dank und auch für die Einladung hierher. Ich danke auch dem Vorredner, auch für diese sehr freundliche Erwähnung, dass es dann an den Praktikern liegt, diese Erkenntnisse aus der Wissenschaft im Alltag und in der direkten Beziehung mit den Kindern dann umzusetzen. Und das ist das, was wir versuchen an der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, aber natürlich auch darüber hinaus und eben an der Abteilung durch die enge Zusammenarbeit in der täglichen Arbeit mit den Kindern eine enge Verschränkung der Erkenntnisse der Psychotraumatologie sowohl in der Psychotherapie und in der psychotherapeutischen Behandlung als auch eben in der pädagogischen, die wir für eine besondere Gruppe von Kindern ja mittlerweile auch als traumapädagogische Behandlung und traumapädagogische Unterstützung speziell bezeichnen. Wobei ich gleich anfangs sagen möchte, traumapädagogische Konzepte helfen natürlich und sind entwickelt worden für Kinder mit besonders belastenden Lebenserfahrungen. Aber wir merken das in der täglichen Arbeit und vor allem im Verlaufe jetzt der Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, die wir das versuchen umzusetzen und zu leben, dass es natürlich allen Kindern zugutekommt. Also es ist nicht etwas, was spezifisch für besonders belastete Kinder ist, sondern auch weniger lebensgeschichtlich belastete Kinder profitieren von so einem Stationsklima, profitieren von diesen Interventionsmöglichkeiten und profitieren vor allem von dem, welches Klima dadurch auf einer Station entstehen kann. Welche Kinder trifft das jetzt im Besonderen? Auf welche trifft das besonders zu? Es sind natürlich Kinder, die in besonders belasteten Kontexten leben und die vor allem aufgrund ihres schwierigen lebensgeschichtlichen Erfahrungen sehr oft nicht mehr in der Ursprungsfamilie leben können und dort versorgt werden können. Also es sind ganz häufig Kinder, die in institutionellen Kontexten betreut werden. Sie sehen es auf der Folie hier, dass es natürlich Kinder sind, die in Wohngemeinschaften leben, in Heimen und dergleichen. Und wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben natürlich auch diese Kinder und Jugendlichen aus diesen Betreuungsverhältnissen sehr häufig als Patienten. Und wir brauchen deshalb natürlich auch auf der Station in der Behandlung ein besonderes Klima. Wir brauchen besondere Voraussetzungen und die Pädagoginnen und Betreuerinnen. Mein Credo war immer, es ist gut, wenn wir sehr viel psychotherapeutische Behandlung für diese Kinder, so es notwendig ist, anbieten können. Aber wir brauchen eine adäquate, dem Trauma und den traumatischen Symptomen entsprechende Versorgung, auch 23 weitere Stunden am Tage. Ja? Also die Frage, was passiert außerhalb der Psychotherapie, wie viel Versorgung, wie viel Unterstützung, wie viel Sicherheit können die Kinder auch gewinnen. Sie wissen alle, dass wir natürlich nicht von traumasensibler Beziehungsgestaltung sprechen können, ohne überhaupt über Beziehung und Bindung zu sprechen. Und die Bindungsforschung, beginnend in den frühen Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts unter Bowlby und Ainsworth, hat natürlich sehr fundamentale Beiträge dafür geleistet, dass wir wissen, wie enorm bedeutsam und prägend die frühe Beziehung zwischen den primären Bezugspersonen, meist doch die Eltern und den Kindern sind und welche lebensgeschichtliche Prägungen das hervorruft. Ganz kurz, was ist die besondere Ausdrucksform dieser Kinder, wenn sie uns dann in den Betreuungskontexten begegnen? Für all diese Kinder ist es, wenn sie sehr große, sehr intensive, sehr frühe und vor allem wiederholte und chronische Belastungen erlebt haben, sei es körperliche Misshandlung, emotionale Misshandlung oder Vernachlässigung, sei es sexuelle Gewalt, dass sie eine Problematik zeigen und Verhaltensweisen zeigen, die wir ganz grob zusammenfassen können mit Störungen der Impulsregulation, Sie haben es vorher mit den externalisierenden Störungen auch angesprochen, und Störungen der Emotionsregulation. Die Störungen der Emotionsregulation können sich auch als externalisierende in weiterer Folge zeigen, oft zeigen sie sich aber auch als internalisierende Symptome.
Diese Übertragung der Erkenntnisse aus der Psychotraumatologie in die Kinder- und Jugendpsychiatrie und in die tägliche Behandlung ist für uns vielleicht auch ein Stück weit nach wie vor nicht ganz einfach, weil die bisher vorhandenen Diagnosesysteme es noch immer nicht geschafft haben, sowohl im DSM-5 als auch im ICD-11 ist es nicht realisiert worden, dass diesen komplexen Traumafolgestörungen eine entsprechende Diagnose oder Fassbarkeit zugeschrieben wurde. Viele von Ihnen kennen vielleicht die Diskussionen und auch die Bemühungen von Autoren, dass eine Diagnose des sogenannten Entwicklungstraumas in die Diagnosesysteme aufgenommen werden soll, die diesen komplexen Problematiken dieser Kinder gerecht werden sollte. Das A-Kriterium wurde schon bezeichnet, dass wir dort auch berücksichtigen müssen, dass es nicht nur zu multiplen chronischen interpersonellen Traumatisierungen gekommen ist, sondern als weiteres Kriterium bei der chronischen Traumatisierung, dass es zu einer signifikanten Unterbrechung schutz- und haltgebender Beziehungen gekommen ist. Und ich glaube, dem werden wir mit den jetzt vorhandenen Diagnosen, die sowohl im ICD-11 vorhanden sind, in der Forschungsapplikation jetzt und die auch im DSM-5 vorhanden sind, nicht gerecht. Und um dem gerecht zu werden oder um die Problematik dieser Kinder abzubilden, sind wir momentan in dieser misslichen Lage, dass die Kinder dann sehr viele Diagnosen bekommen, um einigermaßen eine Beschreibung ihrer Ausdrucksformen, ihrer problematischen Ausdrucksformen, ihrer Belastungen zu sehen. Hier sehen Sie eine Aufzeichnung, die mein Kollege, der Marc Schmidt, publiziert hat. Und Sie sehen, dass wir in den verschiedenen Lebensaltern ganz unterschiedliche Problematiken sehen können. Und wir haben sehr häufig phänomenologische Diagnosen, ohne eben diesem etiologischen Hintergrund gerecht zu werden, dass es Ausdrucksformen chronischer Belastungen oder Vernachlässigungen sind. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, dass wir, wenn wir schon keine Diagnose haben, die diese Komplexität erfasst, dass wir all diese Diagnosen auch in Betracht ziehen. Ich möchte exemplarisch vielleicht nur eine herausgreifen, das ADHS, das immer wieder natürlich vorkommt und das es vermutlich auch gibt, aber dass wir bei der Hyperaktivität dieser Kinder primär immer wieder zuerst nachfragen müssen, sind es Kinder mit Regulationsstörungen, sind es Kinder mit Hyperarousal, die auf diese Art und Weise ihre traumatische Lebensgeschichte und diese ständige Überregbarkeit und diese ständige Hypervigilanz, die eine der Symptome ja eines der Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung ist. Und das ist der Versuch, in der Beta-Version des ICD-11 von der posttraumatischen Belastungsstörung zumindest zur sogenannten komplexen posttraumatischen Belastungsstörung zu kommen. Und da sind jetzt drei neue Punkte aufgenommen worden, nämlich die Probleme der Affektregulation, ganz entscheidend dieser Punkt der negativen Selbstwahrnehmung dieser Kinder und deren Beziehungsprobleme in der Auseinandersetzung mit Erwachsenen, aber natürlich auch mit Gleichaltrigen. Diese negative Selbstwahrnehmung ist etwas, was in der Psychotherapie, aber vor allem eben auch im alltäglichen Tun, in pädagogischen Handeln eine Problematik darstellt, aber auch auf dieser Ebene am besten diesen Problemen begegnet werden kann. Wir wissen, dass chronisch belastete Kinder, vor allem wenn es um interpersonelle Traumatisierung gegangen ist, ja auch eine veränderte bzw. sowas wie verschobene Wahrnehmung von Mimik und Ausdruck von anderen Personen haben. Es gibt da einige Forschungen dazu, dass chronisch belastete Kinder, die vor allem interpersonale Traumata erlitten haben, wenn man diese Experimente macht, freundliches Gesicht, neutrales Gesicht, mürrisch oder feindselig schauende Person, dass diese chronisch belasteten Kinder immer schon das neutrale Gesicht als feindselig erleben und das freundliche Gesicht als normal im Vergleich zu nicht oder weniger belasteten Kindern. Gut, was können wir jetzt für diese Kinder tun, auch wenn sie nicht die entsprechende Diagnose und Abbildung in unseren bisherigen medizinischen Diagnosesystemen bekommen. Wir brauchen in der täglichen Arbeit, wenn diese Kinder im stationären Kontext, sei es der Jugendhilfe oder im stationären Kontext der Kinder- und Jugendpsychiatrie betreut werden, ein gemeinsames Verstehensmodell zwischen den Pflegeeltern, den Pädagogen der Wohngemeinschaft, den Betreuern und Pädagogen in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und natürlich den Therapeutinnen, Ärztinnen und so weiter.
Und nur dieses gemeinsame Verstehensmodell wird uns helfen, dass wir erstens einmal in den Fallbesprechungen in einer Sprache sprechen und dass wir uns auch darauf verständigen können, was wir für diese Kinder schlussendlich gemeinsam erreichen wollen. Wir brauchen ein Verständnis dafür, und da sind wir auch der Traumapädagogik verpflichtet, dass wir versuchen zu verstehen, was sind diese Verhaltensweisen der Kinder? Was zeigen uns die Kinder mit diesen Verhaltensweisen? Und diese Verhaltensweisen, die heute Symptome, Probleme darstellen, waren vermutlich zu einem bestimmten Lebensabschnitt durchaus funktionale Verhaltensweisen in überlebensnotwendigen Problemsituationen. Aber in der Verselbstständigung sind sie dysfunktionale Ausdrucksformen geworden, vor allem wenn Kinder heute doch in sicheren Umgebungen leben können. Also wir müssen verstehen lernen, dass es dafür irgendwann einen guten Grund im Leben der Kinder gegeben hat, sich so und nicht anders zu verhalten. Und diese berühmte Frage aus der Traumapädagogik, die Sie vielleicht auch alle kennen, du tust das, weil, ist eine ganz andere, als wenn wir ständig fragen, warum machst du das? Warum bist du so? Warum verhältst du dich so? Also zuerst nachzuschauen, was könnte der gute Grund gewesen sein, dass ein Kind dieses Verhalten als Überlebensstrategie sich angeeignet hat, und gemeinsam dann hinzuschauen, wo ist dieses Verhalten heute dysfunktional und vielleicht auch entwicklungshemmend geworden. Der nächste Punkt ist, dass wir ganz besonders für Kinder, die fast immer in diesen komplexen traumatischen Lebenserfahrungen, Erfahrungen von Überwältigung, von Hilflosigkeit und von Ohnmacht gemacht haben, dass wir diesen Kindern, was natürlich dann allen zugutekommt, versuchen, dass wir sehr partizipatorische Konzepte auch in der Alltagsgestaltung auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben. Das beginnt natürlich damit, wie sind Visiten gestaltet, wer ist dabei, wer spricht wann, wer trägt sein Anliegen vor, wie werden solche Rituale, kann man fast sagen, auf der Station gestaltet. Wie werden aber auch Alltagsrituale gestaltet, wer redet mit, wann was getan wird. Und speziell natürlich in Belastungssituationen, wenn Kinder zum Beispiel irgendwelche Dinge getan haben, die für die Gruppe sehr belastend sind, oder wenn sie etwas getan haben, wovon wir glauben, dass es sinnvoll ist, dass es dieses Verhalten oder das Ergebnis dieses Verhaltens auch korrigiert wird, dass wir da auch wieder zu einem partizipatorischen Ansatz kommen, wie lösen wir dieses Problem gemeinsam? Was glaubst du, was wirst du dazu beitragen, dass die Farbe, die du auf die Wand gespritzt hast, wieder runterkommt? Wie wirst du das beitragen können? Was brauchst du von uns dazu, dass wir dir helfen, dass das gelingen kann? Und vielleicht kann man auch genug Zeit einräumen, um dem Kind die Freiheit zu lassen, wann wirst du das erledigen? Weil für all diese Kinder gab es sehr viele Überwältigungserfahrungen, und je mehr sie heute mitentscheiden und mitbestimmen können, umso mehr, glaube ich, gewinnen wir auch das Vertrauen dieser Kinder. Traumasensibilität, da bin ich Ihnen noch schuldig geblieben zu sagen, was wir darunter verstehen. Traumasensibilität heißt eigentlich, achtsam mit den traumatisierten Kindern umzugehen, aber auch achtsam mit sich selbst umzugehen, weil natürlich auch die Unterstützung, Versorgung von belasteten Kindern nicht immer eine einfache Sache ist und wir sehr viele verschiedene Verhaltensweisen dieser Kinder erleben, die auch Mitarbeiter belasten, in die Ohnmacht führen können oder in die Hilflosigkeit. Und auch dem muss Platz gegeben werden, und für das brauchen wir auch auf unseren Abteilungen Versorgungsstrukturen. Dann ein wichtiger Punkt, der hier noch aufgeführt ist, die Auswirkung elterlicher Belastungen auf die Entwicklung von Kindern. Wir haben natürlich sehr häufig Kinder, die schon in Fremdunterbringung sind, aber wir haben natürlich auch Kinder, die in ihren Herkunftssystemen leben, in denen sie vielleicht noch nicht geschützt sind, noch nicht sicher sind, aufgrund der problematischen Verhaltensweisen ihrer Eltern. Und wir natürlich auch wieder verstehen können, dass diese Eltern auch Gewordene sind aufgrund ihrer Belastungen. Aber dieser transgenerationale Zusammenhang durchaus wichtig ist, damit wir den Kindern auch entsprechend zur Seite stehen können. Hier unten habe ich noch dazu geschrieben, Vorsicht vor der Eskalation der Hilfen. Sie kennen das wahrscheinlich auch alle. Wir sehen problematische Verhaltensweisen dieser Kinder, möglicherweise in den Wohngemeinschaften. Dann kommt manchmal der Ruf, dieses Kind ist schwierig, dieses Kind hat die und die Probleme, das Kind braucht Therapie.
Und dann kommt das Kind auf die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und nicht selten sehen wir dann natürlich wieder Verhaltensweisensymptome, wo es zwar klar ist, dass eine Traumatherapie auch vielleicht sinnvoll ist, aber wo so viele andere Dinge im Alltag und im pädagogischen Alltag natürlich gelöst und unterstützt werden müssen. Das heißt, es ist eine problematische Abfolge: Kind in Wohngemeinschaft, Kind schwieriges Verhalten, Kind braucht Therapie, Kind auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und möglicherweise während des Aufenthalts auf der Kinder- und Jugendpsychiatrie-Entscheidung: Wir glauben nicht, dass wir dieses Kind zurücknehmen können. Seine Verhaltensweisen sind so verunsichernd für die übrigen Kinder der Wohngemeinschaft, sodass wir zum Schutz der anderen Kinder dieses Kind nicht mehr aufnehmen können. Diese Dinge, glaube ich, müssen wir wirklich in den Griff bekommen. Es kann nicht sein, dass einem Kind während dem psychiatrischen Behandlungsaufenthalt auch noch der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wenn das Heim entschwindet. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was zumindest in Österreich oder in unserer Gegend immer noch fallweise vorkommt und dem wir einfach entgegenstehen müssen, alle gemeinsam und nicht in einem Ping-Pong zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe. Gut, ich möchte Ihnen jetzt anhand von diesen, wie ich es immer bezeichne, Rahmenbedingungen darstellen, wie wir versuchen, dem gerecht zu werden. Ich glaube, wir alle, und dieses Symposium hier ist ein eindrücklicher Appell dafür, dass wir alle als Gesellschaft, als Individuen eine Verantwortung haben, Kindern, Jugendlichen, aber natürlich auch Erwachsenen, geflüchteten Personen Schutz und Sicherheit zu bieten innerhalb unseres gesellschaftlichen Rahmens, und dafür sind wir auch alle verantwortlich, und dafür ist auf einer Station oder in einem Krankenhaus oder in einer Wohngemeinschaft auch jeder verantwortlich. Es kann nicht heißen bei einer Eskalation, aber ich bin nicht Bezugsbetreuer, das geht mich jetzt nichts an, ja, in der Akutsituation und für diese Sicherung der Grundbedürfnisse des Schutzes und der Sicherheit sind alle zuständig. Ich gebe Ihnen dann noch ein bisschen detailliertere Auskünfte dazu. Ganz wichtig ist mir dieser blaue Bereich, der psychosoziale Bereich der Unterstützung und Betreuung. Wie schaffen wir es, ein Klima auf einer Station herzustellen, in dem die Kinder geschützt sind vor Verunsicherung, vor neuer Verunsicherung und wo die Kinder ein Mindestmaß an Sicherheit innerlich und äußerlich durch haltgebende Strukturen, durch haltgebende Personen, durch Überblickbarkeit organisatorischer Abläufe, durch freundliche Zuwendung von uns allen erleben können. Also wie schaffen wir es, dieses therapeutische Milieu auf einer Station oder in einer Wohngemeinschaft herzustellen? Und erst im innersten Bereich, in diesem roten Bereich, sehen Sie, ja, es ist manchmal notwendig, dass Kinder auch Trauma therapeutisch behandelt werden. Wann ist der richtige Zeitpunkt in der Biografie dieser Kinder? Was sind ihre Entwicklungsaufgaben heute, hier und jetzt? Und wann ist auch ein entsprechendes sicheres Versorgungssystem für diese Kinder hergestellt, sodass sie in einem sicheren Rahmen sich dieser Traumabearbeitung und traumakonfrontativen Arbeit überhaupt widmen können? Zum Zeitpunkt gibt es vielleicht eine grobe Orientierung, wann ist die Traumabearbeitung notwendig oder wann ist vielleicht der richtige Zeitpunkt. Traumabearbeitung ist kein Selbstzweck. Es ist nicht so, dass man sagt, das muss aufgearbeitet werden, das muss durchgearbeitet sein. Sie kennen vielleicht alle aus der Literatur oder persönlich die Frau Redemann, die ja viel im Bereich der Erwachsenen, vor allem mit Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, gearbeitet und geforscht hat, eine eigene psychotherapeutische Form entwickelt hat, die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie. Und sie schreibt in einem ihrer Bücher im Vorwort, in einem späteren Buch: Früher haben wir geglaubt, Traumaaufarbeitung ist wichtig und je gründlicher, umso besser. Heute wissen wir haben uns gründlich geirrt.
Es ist also kein Selbstzweck, aber Traumabearbeitung, Traumaaufarbeitung ist dann notwendig, wenn aus dem Blickwinkel der Kinder und Jugendlichen wichtige andere Entwicklungsziele aufgrund der schwierigen Verhaltensweisen, aufgrund der schwierigen Ausdrucksformen behindert werden. Dann müssen wir und müssen die Kinder sich dem widmen, aber es ist kein Selbstzweck. Und wenn jemand seine alterstypischen Entwicklungsaufgaben meistern kann, ist es nicht an den Therapeuten gelegen zu sagen, aber da gibt es doch noch dies und das zu tun. Salopp gesagt, macht jemand leichter mit 18 seine Matura und vielleicht mit 24 die Traumatherapie, gerade im Bereich sexueller Gewalt, wenn Intimität, Partnerschaft und solche Themen dazukommen, als wie vielleicht mit 17 die Traumatherapie und mit 24 die Abendschule. Also immer die alterstypischen Schritte, wenn die machbar sind, dann gibt es sozusagen für uns keinen Auftrag zu sagen, aber hier ist ja noch keine Traumabearbeitung geschehen. So, ich möchte jetzt auf ein paar Punkte eingehen, die der Marc Schmidt und ich in einem Buchartikel auch veröffentlicht haben zu der Herstellung dieses traumasensiblen Milieus in der Kinder- und Jugendhilfe und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da fängt es schon an mit den Stationsregeln. Sie wissen das, können sich das natürlich vorstellen, dass wir Stationsregeln haben, die für alle gelten oder für alle gelten sollten. Aber auch hier ist es wichtig, dass wir sehr wenige Regeln haben und die auch individualisiert werden können. Ja, das braucht ein großes Verständnis im Team, das braucht eben dieses gemeinsame Verstehensmodell und es braucht nicht, dass alle sagen, ja, aber Ausnahmen und was sagen dann die anderen Kinder dazu? Es ist erstaunlich, wie sensibel, vielleicht auch traumasensibel Kinder und Jugendliche sein können, wenn sie Information bekommen, wenn sie eine Art Psychoedukation über traumatisches Geschehen, Verhaltensweisen und warum auf dieses auch hochindividuell eingegangen werden sollte. Sie übernehmen nicht alle Verhaltensweisen dann und sie reklamieren auch nicht alle individuellen Lösungen dann für sich selber. Alle Kinder, aber natürlich auch wieder speziell die mit besonderen Belastungen, brauchen sichere, überschaubare Strukturen. Auch was Regeln bei sehr problematischem Verhalten anbelangt. Es ist natürlich viel einfacher, wenn man mit einem Kind, ich sage immer, in Friedenszeiten besprechen kann, was passiert, wenn dies oder das in deiner Verhaltenseskalation geschieht, was werden wir tun, was wird notwendig sein oder wenn man sich auch ausmacht, was wirst du danach tun, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, als wenn das dann erst danach sozusagen verhandelt werden soll. Unmittelbar nach einer Eskalation, unmittelbar nach einer Grenzüberschreitung wird es fast immer als ganz persönliche Sanktion erlebt. Wenn es vorher miteinander vereinbart war, ist es etwas, auf das wir uns dann berufen und das ja schon eine gemeinsame Absprache irgendwann einmal gefunden hatte. Förderung von Sinneswahrnehmung, Körperwahrnehmung, ganz wichtiger Punkt. Diese Kinder haben oft ja dieses bekannte, aus dem PTSD-Bereich bekannte, fehlende Körpergefühl, fehlende Tiefensensibilitätswahrnehmungen, auch fehlende Orientierung im Raum. Und es ist sehr hilfreich für diese Kinder, die Sinneswahrnehmung und vor allem die Körperwahrnehmung wieder zu fördern. Ich habe schon gestern im Atelier gesagt, der Martin Teicher, der an der Harvard University sehr viel auch zu traumasensiblen Perioden forscht, hat immer empfohlen, dass wir diese Propriozeption der Kinder auch stimulieren sollen, vor allem für die, die so dissoziative Symptome möglicherweise auch zeigen. Und diese großen Nestschaukeln kann man heute wirklich als therapeutisches Instrument der tiefen Sensibilitätsförderung zum Beispiel, sollte das in keiner WG wahrscheinlich fehlen. Und der Herr Teicher sagt immer, wenn Sie sonst nichts haben, buy a rocking chair. Also kaufen Sie einen Schaukelstuhl, wo die Kinder milde diese Bewegungen durchführen können, selbst gesteuert, unabhängig von Erwachsenen möglicherweise und sich diese Wahrnehmungsvertiefung auch selbst schaffen können. Die nächsten Regeln, die wir brauchen, damit wir traumasensibel mit den Herkunftssystemen umgehen, ist sicherlich die Einbeziehung der Eltern, der Pflegeeltern, der Adoptiveltern oder eben der Pädagoginnen der Wohngemeinschaften. Wir sind heute so, dass wir auch diese natürlich mit in die
stationäre Behandlung vor allem am Ende einbeziehen oder auch am Anfang, wenn Kinder aus Wohngemeinschaften schon kommen. Wir haben gerade jetzt so eine schwierige Übergangsphase eines Mädchens gehabt in erstes Mal Fremdbetreuung. Und es waren sehr schwierige und herausfordernde Verhaltensweisen dieses Mädchens, wo die Wohngemeinschaft sehr skeptisch war, ob das gelingen wird und wo wir auch angeboten haben, kommen Sie eine Woche lang mit den zukünftigen Betreuerinnen so viel Zeit wie möglich auf die Station, stehen Sie da, schauen Sie uns zu, schauen Sie, wie unsere Pädagoginnen das machen, nehmen Sie sich etwas mit davon, wenn Sie wollen, und kommen Sie in der zweiten Woche und betreuen Sie das Kind auf unserer Station und wir werden Standby sein im Rücken und Ihnen vielleicht noch Hilfestellung geben können oder zumindest mit Ihnen gemeinsam besprechen können, was Sie erlebt haben, was Sie selber als wirksam erlebt haben. Und so, denke ich, müssen wir diese Übergänge gestalten. Wir haben es von unserem Spitalserhalter nicht so schwer, dass auch wir hinausgehen. Also es sind auch die Pädagoginnen von uns dann in der ersten Woche mitgegangen in die Wohngemeinschaft, haben dort sehr viel Zeit verbracht. Es ist ja nicht ganz selbstverständlich, dass ein Pädagogentag dann in einer externen Wohngemeinschaft 100 Kilometer entfernt verbracht wird, obwohl es eine Mitarbeiterin des Krankenhauses ist. Aber ich denke, solche Modelle müssen wir uns aneignen und dafür auch die geeigneten Strukturen schaffen. Auf die letzten beiden Punkte möchte ich noch eingehen, weil sie auch leider noch nicht so verbreitet sind. Was wir alle wissen, ist, dass wir in der Traumapädagogik den Kindern nur gut helfen können, wenn auch die Mitarbeiter sicher und selbstbemächtigt sind, so wie wir sie als Entwicklungsziele für die Kinder formuliert haben. Und wir wissen natürlich alle, dass besonders herausfordernde Verhaltensweisen dieser Kinder auch Mitarbeiter immer wieder be- und überlasten können und dass es auch zu Ohnmachtsgefühlen und Hilflosigkeit der Mitarbeiter kommen kann. Und dass das eine Belastung und auch möglicherweise Gesundheitsbelastung für die Mitarbeiter darstellt, glaube ich, wissen Sie auch alle. Wir haben bei uns eingeführt einen besonderes Set von Maßnahmen zur Unterstützung von Mitarbeitern nach besonders herausfordernden Verhaltensweisen von Kindern, also sprich, es ist zu Eskalationen gekommen, und haben dazu Mitarbeiter ausgebildet, damit sie in der Gesprächsführung nach besonders belastenden Situationen im Sinne eines Peer-to-Peer-Kontakts geschult wurden. Da haben wir relativ viele Mitarbeiter aus Pflege, Pädagogik, aber auch Psychologinnen, Ärztinnen, Therapeutinnen gemeinsam geschult. Ärzte auch mit fertiger Psychotherapieausbildung sind nicht unbedingt super gut ausgebildet in Krisenintervention und schon gar nicht in Gruppeninterventionen. Und oft betrifft es ja eine Kleingruppe, manchmal bei besonderen Ereignissen sogar eine größere Gruppe. Das heißt, die haben alle gemeinsam eine mehrtägige, also in mehreren Blöcken absolvierte Schulung zu Punkt 1, kollegiales Unterstützungsgespräch. Punkt 2, wenn ich selbst nicht betroffen war, wie moderiere ich ein Gruppengespräch im Sinne der psychologischen Nachbearbeitung und nicht der organisatorischen Nachbearbeitung nach einem kritischen Ereignis. Und die dritte Stufe, das war dann die Schulung für alle, aber das führen psychosoziale Fachkräfte als Leitende dann durch. Wie führen wir nach einem ganz besonders kritischen Ereignis vielleicht eine psychologische Nachbesprechung auch 2-3 Tage nachher? Also es gibt dieses abgestufte Modell. Wenn es jetzt ein besonders großes, schweres Ereignis war, dann wird es unmittelbar etwas geben, aber doch auch danach noch dieses psychologische Nachbereitungsgespräch. Wichtig ist, dass man die entsprechenden Schulungen für die Mitarbeiter hat. Wichtig ist aber auch, dass es ein Commitment der Leitung gibt, so etwas zu finanzieren, dafür Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen und dass jedes dieser Gespräche natürlich selbstverständlich auch danach Arbeitszeit und nicht eine unerlaubte Pause ist. Ja. Also es gibt eine, was weiß ich, unflätige Beschimpfung, Beleidigung, vielleicht auch Bedrohung einer Mitarbeiterin. Sie wünscht sich ein kollegiales Unterstützungsgespräch. Das soll jetzt nicht, was Gott, wie viel Aufwand sein, das zu bekommen. Sie zieht sich mit einer Kollegin ihres Vertrauens zurück und es muss genügen, dass sie der Leitung sagt, es gab das und das, wir haben jetzt ein kollegiales Gespräch. Ja. Und ich bin sehr froh, dass also unsere ärztliche Direktion und Betriebsdirektion
das verstanden hat und dass das in unserem psychiatrischen Krankenhaus natürlich nicht nur für die Kinder- und Jugendpsychiatrie, sondern auch für die Erwachsenenpsychiatrie mittlerweile so implementiert ist, dass auf der internen Homepage des Krankenhauses jeder Mitarbeiter diese Interventionsstandards abrufen kann und schauen kann, was soll mir angeboten werden, was muss mir angeboten werden. Ja? Und glaube ich, was sehr wichtig zur Realisierung so eines Systems ist, die Mitarbeiter müssen vor allem bei größeren Ereignissen nicht selber sehr viel Mühe auf sich nehmen, dass solche Gruppengespräche zustande kommen. Nach besonderen Vorfällen wird ja so ein Eskalations- oder Aggressionsprotokoll verfasst, meistens von Zweien, was auch schon einer gewissen Reflexion dient. Und am Ende gibt es drei Zeilen, die sind meine liebsten. Wie schwer war dieses Ereignis? Wie schwer war es für Sie persönlich, dieses Ereignis zu meistern? Kann ja durchaus unterschiedlich sein. Und der letzte Punkt heißt, möchten Sie ein Unterstützungsangebot annehmen? Das scheint automatisch bei den Koordinatoren auf und die sind verantwortlich dafür, dass dieses Unterstützungsangebot, also mit Ausnahme des Kollegialen, das wird auf der Station erledigt, aber wenn es um Gruppenangebote geht, dann werden die zentral organisiert und es muss sich nicht die Gruppe selber noch darum kümmern. Gut. Zum Schluss eher zusammenfassend, wie können wir mit der Kinder- und Jugendhilfe diese Sicherheit für die Kinder gewährleisten? Sie sehen es hier noch einmal. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn diese Kinder eben interpersonale traumatische Erfahrungen gemacht haben, belastende Beziehungserfahrungen, dann liegt es an uns, deren Bezugspersonen so zu stützen, dass sie mit diesen Bezugspersonen verlässliche, stützende und hilfreiche Beziehungserfahrungen machen können, im Sinne eben, wie hier genannt, der korrigierenden Beziehungserfahrung. Ziel ist also in der Traumapädagogik die Beendigung der Traumatisierung, das sind unsere Kinderschutzverpflichtungen natürlich, die Sicherheit und die Selbstwirksamkeit zu fördern. Und das gilt für beide. Das gilt für die Kinder und Jugendlichen und das gilt für die Mitarbeiter. Und hier zusammengefasst noch einmal, es ist unsere Aufgabe, die Entwicklung dieser Kinder zu fördern und sie zur Selbstwirksamkeit zu unterstützen. Dafür bietet die Traumapädagogik wirklich sehr, sehr viele Hilfestellungen, uns auch diesem Gedanken zu verpflichten, dass die Bearbeitung kein Selbstzweck ist, sondern Entwicklungsförderung dieser Kinder dient. Wir haben mittlerweile auch bei uns im Krankenhaus Mitarbeiter in diesen traumapädagogischen Konzepten geschult, Gott sei Dank. Und ich muss sagen, es hat eine ganz große Erleichterung auch für die Ärzte, für die Therapeuten und für die psychologischen Behandler gebracht, dass wir nicht mehr so viele Abstimmungsprozesse machen müssen. In der Therapie war das und am Nachmittag wäre gut dies oder das. In der Förderung dieses Kindes wäre wichtig das. Also es gibt sehr enge Abstimmungen in der sogenannten multiprofessionellen Behandlungsplanung und wo von allen Berufsgruppen die Beiträge kommen zur Förderung der Selbstwirksamkeit dieser Kinder. Wenn dann schwer belastete Kinder von den Pädagoginnen die Vorschläge bekommen, noch mit in die Kletterhalle zu gehen und dort erleben können, wie sie gesichert werden und gesichert Mut gewinnen können, dann finde ich das immer eine sehr gelungene Umsetzung der Psychotraumatologie in den pädagogischen Alltag. Vielen Dank für Ihr Interesse. Applaus